Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es geht weiter mit einem kleinen Hallen-Update. Wir waren vor einigen Monaten bei der Firma Konsul. Das blenden wir jetzt noch mal ganz kurz ein. Und dabei ging es um das Thema Hebebühnen für meine neue Halle. So, ihr wisst, ich habe die letzten, vorsichtig gesagt, 3 Jahre auf dem Boden geschraubt. Außer die eine Bühne, die ich bei mir in meiner Außenwerkstatt, Karosseriewerkstatt, wie auch immer habe. Aber sowohl dieses Fahrzeug als auch dieses Fahrzeug habe ich noch nie auf meiner eigenen Hebebühne hochgehoben. Jetzt ist es soweit, Hebebühnen sind da. Zum Teil sind noch nicht alle da, aber ein kleines Update würde ich euch heute einfach geben, wie hier so der Stand ist, wie es weitergeht, wie weit wir mit der Halle sind, was noch kommt, wo ihr euch noch drauf freuen könnt und so weiter. Ich habe mich für 3 verschiedene Hebebühnen von Konsul entschieden, um einfach flexibel zu sein in der Art und Weise, wie man die Autos hochhebt. Das heißt, wir haben eine Doppelscherenbühne. Die Bühne kann 2 Meter hochheben. Der Vorteil hierbei ist, dass man ja, das Auto einfach anders hochnimmt als bei der Bühne. Typische Premium 3,5 Tonnen 2-Säulen-Bühne. Für mich ganz wichtig mit Spindel, weil jeder, der eine Bühne schon mal hatte, kennt es. Dieses kleine Schritte hoch und runter fahren kann eine Spindel einfach besser als eine Hydraulikbühne. Und im Laufe der nächsten Jahre, wenn wir bei Limo wieder anfangen, etliche Male Getriebe ein- und auszubauen, brauche ich genau das, weil man ist mit dem Getriebeheber unterm Auto und muss das Auto ganz langsam stückchenweise hoch und runter fahren. Allererste Sache, erstmal vielen, vielen Dank an die Firma Konsul für diese Zusammenarbeit. Ich konnte mir die Bühnen in einem Wunschfarbton auswählen, das ist Reihe 7016. Warum, wieso, weshalb, werdet ihr jetzt zur Sekunde noch nicht verstehen, aber in einem der nächsten Videos werdet ihr das verstehen. Das heißt, Hebebühnen Wunschfarbe, Bedienung auf beiden Seiten. Ich kann hier hoch und runter fahren und da hoch und runter fahren. Ach, cool. Ist Luxussache, aber am Ende ist es schon praktisch, weil es ist einfach so, mal steht man hier, mal steht man da. Man wird sich auch erstmal dran gewöhnen müssen, dass es von beiden Seiten ausgeht. Und ja. Was halt bei Konsul, also bei der Art von Bühne halt echt cool ist, ist, wie flach das Ganze hier ist. Ne? Also viel flacher wird man es am Ende auch nicht hinbekommen als das. Also der Teller ist jetzt ganz rausgedreht. Wenn man das so sieht, dann sieht man mal, was da so mäßig geht. Ne? Ein weiterer Vorteil ist definitiv die Breite der Bühne. Die steht jetzt, glaube ich, 3,50 Meter auseinander. Das heißt, wir können jetzt, wir nehmen einfach mal den BMW hoch, wirklich unter das Auto schwenken, ohne dass wir mit diesem Teil überhaupt im Bereich des Schwellers kommen. So, das heißt, egal welches Auto, wie, wo, was, man kann die Autos schon wirklich gut hochnehmen. Ne? Und ich sag euch, dieses Gefühl, endlich nach Jahren wieder ein Auto hochheben zu können, ist schon genial. So, um euch das kurz zu erklären, angenommen, die Bühne würde jetzt enger zusammenstehen. Je weiter die Bühne zusammensteht, je mehr, also dann würde dieser Arm logischerweise jetzt unter dem Auto sein. Und dann kommt irgendwann immer das Problem, dass der Arm natürlich gegen den Schweller kommt. Und so wie die Bühne jetzt steht, kriegen wir tatsächlich selbst sogar einen langen Bus drauf, als auch ohne Probleme mein BMW. Zack. So, jetzt sind wir nämlich gleich beim Punkt der doppelten Bedienung. Also muss ganz einfach sagen, das soll jetzt keine Werbung sein, die Qualität der Bühnen made in Germany ist schon krass. Also erstmal die Funktionalität, dass man einfach mitdenkt und eine Bühne so konzipiert hat, dass es für unsere tiefen Autos so gut geeignet ist. Auch wie leise die Bühne hoch und runter fährt, da ist kein Ausgleich drin. Klar, sie ist jetzt neu und frisch. Aber da muss ich sagen, die Entscheidung war schon genauso goldrichtig, wie dieses Auto zu bauen. Ich wollte gerade sagen, ich bin ganz schön baff eigentlich, wie das aussieht. Wenn ihr euch das mal hier so anguckt, ne? Guckt euch mal so diese ganzen Bereiche hier an. Noch viel, viel krasser finde ich, ist es hier so, wenn du hier so von hinten so drauf filmst.
Da ist halt... Ja, vor allem, du bist ja auch mit dem Auto ein paar Mal gefahren. Wie kann das so sauber sein? 3000 Kilometer krass. Hat das schon. Was ja nicht wenig ist. Ne? Echt? Ja. Also einmal Wörthersee hin und zurück sind schon mal 800 oder 900 pro Strecke. Und ja, man sieht halt ein paar Teile, die nicht neu sind. Wie zum Beispiel hier die Pappe. Liegt aber halt einfach daran, dass das so ein typisches Teil ist. Das kann man jederzeit neu machen und man fährt es halt gerne. Fährt es halt gerne kaputt. Ne? Aber sonst so, wenn du hier so reinguckst. Ist das schon, ne? Hier, Bremsbelüftung, die müsste man nochmal anschließen. Wahnsinn, kann ich echt krank. Mal sagen. Ja. So, hier die besagte Abgasanlage, wo wir uns ja nicht sicher sind, ob die Leistung bringt oder kostet. Ganz viele haben ja geschrieben, nach dem Prüfstandsvideo, originaler CSL hat nur die Leistung mit dem originalen CSL-Auspuff. Hier vorne ist halt alles. Das ist halt alles original. Die sind allerdings nicht neu, die Cuts, sondern die sind nur neu aufarbeitet und poliert. Keine Ahnung, ob sowas in Anführungsstrichen schlecht werden kann. Glaube ich eigentlich nicht, weil da wird ja auf jeden Fall schon Metallcut drin sein. Und dann halt hier der Auspuff. Aber selbst hier seht ihr halt schon, selbst hier wurde halt schon, also der Hersteller, das ist von Max ja von MX selber eine Anlage, der hat sich da schon ein bisschen was bei überlegt mit, ja, na, X-Pipe in Anführungsstrichen, das heißt, hier ist auf jeden Fall ein Druckausgleich zwischen vorderen und hinteren Dreizylindern. Und Querschnitt und so passt auch. Pff, keine Ahnung. Max meinte, das Ding muss auf jeden Fall 360 Pesen haben, was der CSL-Motor original einfach hat. Egal, ich kann euch nur sagen, ich finde dieses Ding so rattengeil von unten. Das ist wirklich, es ist einfach leider wirklich so ein Auto, wo man nix, einfach, der ist einfach perfekt so wie 10 von 10, ja, auf jeden Fall. Ist einfach so und ist auch egal, in welche Ecke man guckt, wo was, das ist einfach, und es ärgert mich auch eigentlich, also was heißt ärgern? Nee, ärgern ist ein falscher Ausdruck, aber ich weiß einfach, wie viel Spaß ich mit dem Auto mittlerweile auf der Rennstrecke hätte, weil das ist eigentlich das typische, perfekte Track-Tool, um zur Strecke zu fahren, Nordschleife, fahren und wieder nach Hause zu fahren. Nur ist da ja mittlerweile halt wirklich, ja, es ist zu schade, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist alles konserviert, da ist Wachs drauf. Das heißt, das wird auch ganz gut so halten, aber es ist einfach 10 von 10. Ich werde für immer dankbar sein, dass Max dieses Auto so gebaut hat. Und ja, einfach geil. So, das war Bühne Nummer 1. Bühne Nummer 2, wie gesagt, ihr kriegt jetzt so nach und nach so ein Hallen-Update, weil es tut sich noch einiges, bis wir hier wirklich, also vor der Essen Motorshow wird hier nicht mehr so viel gehen. Einfach zeittechnisch, weil wir jetzt mit Hochdruck die Autos fertig machen. Aber für nächstes Jahr habe ich wirklich geplant, dass wir hier viele Sachen machen. Das heißt, ich würde zum Beispiel euch gerne mal zum Schrauben einladen. Vielleicht so wie so Samstagskongresse, übertrieben gesagt, machen. Das heißt, vielleicht für das ganze nächste Jahr irgendwas überlegen. Ich weiß es noch nicht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, aber so ist zumindest der Plan. Deswegen brauche ich auch mehrere Hebebühnen, weil ihr wisst ja selber, ratzfatz ist ein Auto immer dauerhaft auf der Bühne und so weiter. Achso, Thema Hebebühne. Eine Sache wollte ich euch noch sagen. Ihr seht, die beiden Arme sind gleich lang. Das heißt, es gibt bei dieser Bühne kein Vorne und kein Hinten. Das hat folgenden Vorteil. Ich kann ein Auto so rum rauffahren, wenn ich zum Beispiel vorne am Motorraum Kerz checken will. Wenn mal wieder ein Motor kaputt ist und ich den ausbauen muss, dann kann ich das Auto einfach umdrehen. Man kann nach vorne hin den Motor ausbauen, weil hier in die Ecke will ich mir so eine kleine Motorenecke machen mit einer Werkbank aus Edelstahl, wo richtig das Öl gleich ablaufen kann mit einem Kanister drunter und so weiter. Ne? Das heißt, das ist auch der Gedankengang, warum ich diese Konsolbühne, die Premium, die 3,5er quasi so rum hier hingestellt habe. Weil ich denke mal, das wird hier so ein Dauerschrauberplatz. Also die Autos, die hier draufstehen, die stehen da meistens immer ein bisschen länger. Dann steht auf jeden Fall noch das falsche Auto auf der Bühne. Ja, genau, das war jetzt wirklich nur so als Testen und weil ich einfach mal von unten einmal angucken wollte. So, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Fahrzeug. Ihr werdet, also ich hoffe, ihr werdet gleich ein bisschen anders denken, weil ich lese natürlich nach wie vor viele Kommentare, wo die Leute in Gewissheit auch begründet sagen, Projekt dauert viel zu lange, es tut sich nichts seit 2 Jahren und so weiter. Ich denke, jeder von euch kennt meine Umstände in den letzten 2-3 Jahren, sowohl Thema Vater geworden, Thema Hallenproblematik und so weiter. Und wenn ich euch jetzt gleich das Auto von unten zeige und euch zeige, wie weit das Auto schon ist und was wir wirklich im Ladenverkauf, heißt Tom und ich, auf dem Boden gebaut haben, finde ich einfach, kann man das ruhig mal so sagen und auch stolz drauf sein, weil
ich habe nicht mitgerechnet, dass das Auto von unten schon so krass aussieht, wie es eigentlich aussieht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Weil es ist wirklich, muss ich sagen, für mich ist dieses Auto zu 97% fertig. Andere würden schon lange sagen, das Auto ist fertig. Ich lese aber ganz viel, dass das Auto nicht fertig ist, was in meinen Augen einfach unbegründet und Quatsch ist, weil wenn ich ein Auto baue, dann baue ich das auch immer komplett. Also da wird nicht die Hälfte weggelassen, da funktioniert nicht die Hälfte. Nee, Servolenkung, Beleuchtung, dann lese ich ganz viel, das Auto wird ja niemals auf der Straße sein. Die Frage lasse ich jetzt einfach mal so offen stehen, aber hat ja vielleicht auch irgendeinen Grund, warum man Licht verkabelt, dass Blinker meinen, ja, und Bremslicht und so weiter funktioniert. Klar, kann weiterhin schreiben, Auto wird niemals auf der Straße sein. Aber das wollte ich euch nur mal so als Gedankengang mitgeben, auch für die Zukunft vielleicht so ein bisschen. Ich weiß, es dauert lange, 4 Jahre, verdammt lange Zeit. Andere würden so ein Auto mit Sicherheit in einem Jahr bauen. Dann ist aber die Frage in der Qualität und als One-Man-Show, beziehungsweise 2-3-Mann-Show. Aber ich habe halt keinen Schrauber, ich schraube alles selber. Und manche Sachen brauchen einfach. Es gibt Teile für dieses Auto, die bis heute nicht da sind, wo ich aber nichts für kann. Das heißt, zum Beispiel hatten wir ja immer den großen Traum, Titanscharniere für die Türen zu bauen. Die gibt es bis heute nicht, so als Beispiel. Dann gibt es manche Sachen, die auch einfach nicht fertig werden. So, irgendwann muss man dann einfach sagen, okay, dann lassen wir es und bauen es selber oder anders. Das ist auch mit Sicherheit an manchen Stellen der richtige Schritt, dann irgendwann zu sagen, nee, jetzt war genug Zeit, jetzt machen wir es selber. Aber bei manchen Sachen zählt einfach bei mir, das habe ich schon 10-mal gesagt, ich muss es aber einfach nochmal sagen, bei mir steht immer Perfektionismus und Technik über fertig werden. Ich weiß, das ist für diesen YouTube-Kosmos, wo es schnell, 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 super geilen Titel in die Beschreibung rein, noch ein wildes Bild, Motorschaden, ich wurde verarscht, ich werde verklagt, wie auch immer. Zack, sind die Aufrufe da, bin aber auch nicht ich, weil ihr habt in den letzten Wochen gesehen, das ein oder andere Video ist auch ausgefallen, weil ich einfach in dem Moment keinen passenden Content habe und meine Ausrichtung des Lebens auch nicht YouTube ist. Also jeder, der mich fragen würde oder jeder, der mich kennt, weiß, dass ich kein YouTuber bin, sondern ich habe halt noch genug andere Sachen zu machen, wie zum Beispiel Auto bauen. Und das habe ich die letzten Wochen gemacht. Damit man so ein Auto bauen kann, braucht man die passende Halle etc. Und ja, so wie dazu. So, der negative Teil. Jetzt kommt der positive Teil. Also, Auto ist, habe ich euch im letzten Video gezeigt, komplett verkabelt. Auto ist auf der Hebebühne und wir heben ihn jetzt hoch. Ein letztes Goodie wird übrigens das Ende des Videos. Schreiben aber ganz viele von euch. Wird Zeit. Ich habe bei Audi Tradition bestellt. Und zwar, natürlich, muss auf diese Heckklappe das Audi-Zeichen. Also, ohne geht nicht. Ja. Weil, ist ein Audi, das kann man auch zeigen. Ich musste es sogar schon neu bestellen, weil ich es nicht mehr gefunden habe. 1.7.24, passend zu den PS-Days, hatte ich das Ding geordert. Aber ich weiß, irgendwo fliegen noch mehr davon rum, weil für mich stand auch fest, da muss ein Zeichen drauf, aber ich weiß nicht, wie oft Marius gesagt hat, da muss ein Zeichen drauf. Also, kurz Thema Hebebühne. Doppelscherenbühne, das heißt, die fährt gleich 2 Meter hoch. So, warum diese? Weil das Geile ist einfach für mich erstens die Tiefe von den, wie sagt man, nee, Fahrschemel ist es nicht. Auf jeden Fall die Tiefe der Plattform, die ist 65 cm breit. Das heißt, die Möglichkeit, wo ihr eure Klötze positioniert, um das Auto hochzuheben, sind fast grenzenlos. Also als Beispiel, wenn ich das Auto ein bisschen weit zu weit rechts auf der Bühne fahre, habe ich immer noch genug Platz, die Klötze so zu positionieren. Dann hier Auffahrrampe, für mich eine Pflichtsache, weil ihr werdet im Laufe der Zeit, wenn wir jetzt öfter Autos hochnehmen, sehen, natürlich kommen hier längere Auffahrrampen vor, weil egal welche Bühne, wenn sie nicht im Boden eingelassen ist, kommst du eigentlich einfach von der Tiefe her nicht runter. Bei der ist allerdings das Geile, man kann diese hochheben und hier drunter den Fahrschemel rausschieben. So, das heißt, wenn ich jetzt das Auto bis nach hinten schieben würde, könnte ich Klappe hoch, das Ding nach vorne schieben und schon wäre das eine ganze Plattform. So, warum das Ganze? 2 Gründe. Erstens, ich könnte den Klotz als Beispiel hier zum Hochheben machen. Zweitens, ich kann perfekt eine Rampe drunter legen und kann das Auto quasi über diese Rampe hier drauf fahren. Dritte Sache, jetzt wird es nämlich interessant, wir können das Gleiche nämlich auch nach vorne machen. Das heißt, dieses ganze Teil kann man nach ganz vorne schieben. Das kann man so weit rausschieben, dass es bis unterm Rad ist. Jetzt ist es seitens Konsul eigentlich nicht vorgesehen, damit ein Auto hochzuheben, welches auf Rädern steht. Aber ich habe die Vision, es reicht Radstand auch mäßig,
dass ich hinten die Plattform nach oben mache, dass ich das Ding vorne ganz ausziehe und dass ich es dann als Bühne für den Abarth nehmen kann, welcher einen kurzen Radstand hat, wo ich das ganze Auto hochhebe auf Räder stehend. Weil wie oft hat man es mal, dass man das Auto auf Rädern zum Beispiel die Höhe, die Fahrwerkshöhe, einfach nur schnell einen Ölwechsel oder wie auch immer machen kann. Und ich bin der Meinung, das geht. Also den nach ganz vorne ziehen, den nach ganz hinten, Auto drauf fahren, hochheben, fertig. Wie quasi eine Viersäulenbühne oder wie diese typische Bühne, die ihr vom Reifenservice kennt, wo man mal kurz drauf fährt zum Vermessen. Das ist so mein Traum und Hintergedanken dahinter. Ne? Und das Geile bei diesen Bühnen in Summe ist halt einfach, man nimmt sich diese Styroporklötzchen und es reicht halt aus, die irgendwo hinzulegen und man hebt wirklich auf entspannt das Auto hoch. Das heißt, ich komme hier an der Stelle wirklich unter den Schweller auf entspannt und kann das Auto so hochheben. It's magic. Ja, sieht schon immer wild aus. So, die machen wir mal runter. Das wollte ich nämlich mal gucken. So, und jetzt werdet ihr gleich erschrocken sein. Junge. Herzlich willkommen zur nächsten Generation von Videos auf diesem Channel. Nein, das ist das Geile an der Doppelschere. Man erwartet wirklich nicht im Ansatz, dass dieses Auto so massiv hier hochgehoben werden kann. Wirklich, das ist einfach nur ein Hartkunststoff. Schön an die originale Aufnahme. Hier vorne einfach runter. Auto hoch. Keine Kratzer, keine Beulen und nichts. Und ihr seht ja an der Breite der Bühne, man kann geil drunter arbeiten. Grüße an Tom gehen raus. Stellt euch mal vor, wir würden diesen Auspuff hier drunter bauen und nicht so auf dem Boden liegen mit acht Füßen. Das ist einfach eine andere Liga. Ne? So, hier, ja, ich kann es leider jetzt gerade nicht hoch machen, weil das Rad dann im Weg ist, aber dieses Teil kann man theoretisch so weit rausziehen, dass diese ganze Plattform halt oben bleibt. Die kann auch tatsächlich 3,5 Tonnen. Das heißt, auch die Bühne hat richtig, richtig Saft. Und ich muss sagen, die Kombination aus den beiden Bühnen ist schon geil. Weil, als Beispiel, nochmal zum Thema Auto hochnehmen, nehmen wir den Abarth. Kompletter Carbon unter Boden. Ist natürlich schwierig, das Auto auf einer Zweisäulenbühne mit zwei runden Stempeln hochzunehmen. Hier hat man einfach so eine lange Auflagefläche, dass man sich sogar überlegen könnte, einfach solche Dinger entlang zu machen und das ganze Auto einfach hochzunehmen. Hm. Man kann sich natürlich auch unter dem Carbon-Unterboden zwei Punkte machen, wo man einfach sowohl mit der Säule als auch dem Ding hingehen kann. Aber ich sag so, die Kombination kann schon was. Ja, so, jetzt kurz zu diesem Auto. Zieht euch bitte rein, wie pornös das ist. Das hatte ich so auf jeden Fall auch nicht mehr auf dem Schirm. Das sieht so dermaßen krank aus. Ich habe zwei, drei Fotos ein paar Kollegen geschickt, unter anderem auch Jean-Pierre, wie das Auto hier von unten ist. Und er sagte auch, das sieht schon wirklich... pass auf, wir versuchen mal so die Kamera auf dem Boden. Wenn man so von unten hoch, so auf ganz weit weg so. Ich werde es nie vergessen. Ey Tom, komm, vor Essen Motorshow. Weil das ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, den muss ich euch einfach mal erklären. Letztes Jahr Essen Motorshow. Es hätte zwei Varianten gegeben. Variante 1 ist, wir bauen das ganze Auto fertig, nur um zu sagen zu können, das Auto ist fertig. Oder man baut diesen affentittengeilen Auspuff drunter. Weil dieser Auspuff hat uns wirklich zwei, drei Wochen jeden Abend etliche Stunden gekostet. Wo halt andere, wie gesagt, das ganze Auto gebaut hätten. Aber guckt hier einfach mal rein. Film mal hier, so, wenn du hier so reinfilmst. Wie, weißt du, wenn wir sowas bauen, dann passt das halt auch. Ne? Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber da ist immer noch ein Stabi, das liegt nirgendwo an, da klappert nichts. Guckt euch das an hier. Ne? Also, ja, natürlich. Ja, nein, also, er hat ja mit Absicht einen Anschlag, sonst würde er überall hin. Ne? Aber wie du siehst, es ist wirklich so, da kommt er, also, er kommt hier dann nur im Anschlag von dem Lager gegen. Ach so. So, aber der hängt da geil drunter, er hängt nicht zu tief, der hängt genauso hoch wie ein normaler Auspuff. Das kostet einfach Zeit, aber ich finde es einfach geil. Genauso dieser Tank, wie er jetzt hier hängt. Ich habe es ehrlich gesagt schon vergessen, was da reingeht. Ich meine aber 30 Liter. So, in diesen Tank. Das sind übrigens die letzten Arbeiten, die ich an diesem Fachzeug noch machen muss. Habe ich mir aber aufgehoben für jetzt auf der Bühne. Da kommt jetzt von oben, wie gesagt, dieser Catchtank so rein, der steht dann hier. So steht er, ne? Mhm.
Und dann kommt da dieser geile Karlsson raus. Ihr erinnert euch an diesen Checker. Und dieser Stecker ist hier. Wo wenn ihr hier reinfilmt, das ist geil. Oh ja. Klopp rein für dich. Hammer. Also wirklich in ein paar Sekunden abgebaut. Eine Sache, die hier allerdings auch fehlt, ist Kraftstoffleitung nach vorne. Das heißt, als nächstes das rein und dann auf ganz entspannt hier irgendwo mit den Leitungen durch. Weil, ihr erinnert euch, JB, Joel Motoring, hat mir diese geilen Spangen gedruckt für Ölvorlauf, Rücklauf. Hier drüber ist ja der Öltank. Und genau das gleiche machen wir auf der Seite hier einfach für Kraftstoffleitung. Das heißt, wir gehen hier einfach zweimal mit Dash bis nach ganz vorne an den Motor ran und das war's auch. Mehr muss wirklich nicht gemacht werden. Achse hinten ist komplett drin, Antriebswellen passen, Diff passt. Dieses geile gefräste Diff, ne? Ja, alleine guckt euch mal, wie geil das jetzt auch aussieht mit den. Das sieht alles gar nicht so gebaut aus, aber das waren alles Tagende von Arbeit, ne? Weil diese ganze Strebe war ja original nicht drin. Original hängt das Diff ja hier vorne gar nicht fest drin, sondern das sieht ja original alles anders aus. Das heißt, alleine die Schritte nach und nach, erst alles passend bauen, falsch, erst auf Billet-Diff warten, wenn Billet-Diff da ist, dann die Achse passend schweißen. Damit die Achse passend geschweißt werden kann, braucht man aber dementsprechend auf jeden Fall ein paar Bleche, die man anfertigen lässt. Man muss zu Nils fahren und muss die Strebe biegen lassen und muss dann am Ende noch alles verschweißen und muss alles ins Auto passen. Und danach wird das Ganze noch gepulvert. Damit es aber am Ende nicht langweilig wird, haben wir natürlich gleich Vorsorge betrieben. Das heißt, ihr seht hier so angeschweißte Gewinde. Wofür könnten die sein? Die sind hier überall. Da ist eins. Für den Unterboden? Genau. Ah. Weil wenn dieses Fahrzeug dann fährt, wollen wir ja ein paar schnelle Fahrten mit diesem Fahrzeug machen. Und dazu zählt natürlich komplett glatter Unterboden. Und dieser glatte Unterboden muss natürlich irgendwo festgeschraubt werden. Deswegen habe ich Vorsorge betrieben und habe gleich überall Gewinde dran gemacht. So, Nachteil von so einem Auto ist, das soll jetzt hier übrigens nicht heißen, dass in diesem Fahrzeug vielleicht Öl drin ist und der vielleicht schon mal seitdem mal wieder an war. Aber Fakt ist, ist er ölig, ist er fröhlich. Trockensumpf, jeder hat mich gewarnt, ist leider einfach immer undicht. Ja, also nicht ohne Grund, die Porsches ölen auch alle. Keine Ahnung. Es ist leider so, die Trockensumpf, während sie läuft, saugt die sich ja dicht. Allerdings Trockensumpf und undicht mit Vorsicht zu genießen, weil in dem Moment, wenn die Trockensumpfpumpe ein bisschen Öl saugt, wird meine Ölqualität auch schlecht. Sorry, ein bisschen Luft saugt. Also immer wenn Öl raus kann, kann Luft rein. Luft im System ist immer schlecht, weil die Ölqualität schlechter wird. Das heißt, das Öl fängt an zu schäumen und man kann relativ schnell Blaulagerschaden haben. Nicht beim Serienmotor, aber in die Region, wo wir wollen, kann das schon mal vorkommen. So, das heißt, ich beobachte hier so gerade so ein bisschen, wo es eigentlich herkommt. Aber, Leute, wenn ihr euch dieses Konstrukt alleine anguckt, ne, wie hier diese Trockensumpfpumpe hängt, wie diese Leitungen hier durchgehen, dann ihr erinnert euch, das haben wir ja auch nochmal umgeschweißt hier alles, dass ich dieses Dreieck rausnehmen kann. Ich kann jetzt ja wirklich, stimmt, der ja. Motor bleibt drin, ich nehme nur das Dreieck raus. Und schon komme ich ans Getriebe dran. Komm dann, das sind alles so Schritte, das geht einfach nicht von heute auf morgen. Dann bis diese krassen Getriebehalter gebaut waren. Was das alleine für ein für einen Film war. Dann hier haben wir extern Ölfilter, den wir logischerweise brauchen, bis diese ganzen Leitungen so passen, wie sie hier sind. Da ist wirklich noch der Wagner Ölkühler und der Wagner Ladeluftkühler in Summe das Einfachste gewesen. Dann die ganzen Sensoren. Dann halt, so wie das zu uns halt passt, wir verschleifen alles von innen. Sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen ausfallend werde und so viel. Aber ich glaube, viele haben es einfach auch nicht auf dem Schirm. Und was ich dazu noch am krassesten finde, gar nicht die Arbeit an sich, die ja schon extrem viel Zeit gedauert hat, sondern auch dieser ganze Gehirnschmalz, der da reingeflossen ist. Weil du musst ja auch erstmal überlegen, wie du das Ganze baust. So, ne? Und sowas, jeder, der so ein Auto schon mal gebaut hat, weiß einfach, das Auto wächst mit dem Projekt. Mit der Zeit baut man hier was, baut man da was, kommt hier was dazu, kommt da was dazu. Und so wächst so ein Projekt einfach. Alleine 2x89er Downpipes, bis die hier überhaupt so drin sitzen. Ne? Sowas alles. Es ist wirklich, ja, sind wirklich, es ist halt wirklich einfach ein ganz anderes Auto. Alleine schon so mit der Trockensumpf. Dann diese Leitung. Wie verlege ich die Leitung, dass es am Ende nicht, was weiß ich, wo unten raushängt? Muss man sich ja auch alles, das geht ja auch nicht einfach alles so hier durch und fertig. Aber ja, ich habe schon überlegt, ob wir Essen Motorshow, um den Leuten das mal ein bisschen zu zeigen, eine Hebebühne hinstellen. Ihr könnt ja mal überlegen, ob ich Konsul mal frage, ob die mir vielleicht irgendwie eine Hebebühne mit irgendeinem Grundrahmen leihen, dass wir unsere Autos vielleicht tageweise abwechselnd mal hochheben.
Weil, ich kann euch sagen, Tom Supra und Marius Golf sehen genauso aus. Ist jetzt nicht so, dass das hier ein Einhorn ist, sondern nein, wir sind einfach mehr Liebhaber, mehr Schrauber als die, die fürs Internet ein Auto bauen. Und das muss man einfach sagen, ne? Weil, guckt euch bitte mal diesen Tank an. Alter, den haben Tom und ich auf dem Boden im Ladenverkauf gebaut. Das ist ein sogenannter Zyklonabscheider. Also das heißt, dieses Rohr, was hier kommt, ne? Also der Auspuff ist so fett, dass man es noch nicht mal filmen kann. Guck mal, wenn du hier reinfilmst, siehst du, wie mit diesen engen Rohrbögen dieses Rohr über der Carbonkardanwelle durchläuft, ne? So, ne? Ja. So, dieses Rohr geht bis hier vorne, da vorbei. Muss ich mal reinfilmen, dann sieht man mal, wie eng das ist. So. Ja, und geht dann auf die Entlüftung vom Motor. So, die Entlüftung vom Motor war aber diese krasse Krake hinten. Wir blenden mal ein Bild ein. Das heißt, diese Entlüftung besteht jetzt nicht einfach nur aus dem Dashfitting, sondern das ist wirklich Entlüftung von Zylinderkopf und vom Block. Das heißt, das sind drei Rohre, die in eins gehen. Und diese drei Rohre gehen dann auf diese Dashleitung. Das heißt, jegliche Gase, die der Motor rausdrückt, nicht über den Auspuff, sondern einfach nur durch rotierende Massen. Ihr habt sechs Zylinder, die gehen 8000 Mal die Minute hoch und runter. Das heißt, es gibt einfach einen Gasaustausch von Volumen. Dieser Gasaustausch hat natürlich Öl dran und dieses Öl muss ab, muss weg. Wie macht man das? Öl ist schwerer als Luft. Das heißt, wenn man diese Gase mit Öl drin ganz schnell beschleunigt in einem Rohr, dann bleibt durch die Zentrifugalkraft, also durch die Fliehkraft, das Öl an der Außenwand. Und man zwingt quasi das Öl, sich zu trennen von der Luft, weil die Luft geht relativ freiwillig irgendwo anders in der Mitte raus. Aber die Öle scheiden sich definitiv an der Außenwand ab. So, und das passiert genau hier drin. Das heißt, ihr seht hier, die Gase gehen seitlich in das Rohr rein, werden hier abgeschieden und gehen dann hier rüber wieder raus. Nach Möglichkeit ohne Gase dran. Da unser System auch ein bisschen komplexer ist, seht ihr hier tatsächlich einen Anschluss durch den Unterboden gehen, weil das Ganze mussten wir doppelt bauen, weil das Gleiche brauchen wir auch für unseren Öltank hinten. Auch das Öl in dem Öltank, dem Reservoir, wird ja reingepumpt und rausgepumpt. Das heißt, auch da findet ein Ladungswechsel statt und auch dafür braucht man einen sogenannten Catchtank. Das heißt, hier hinter haben wir noch einen zweiten Kreis. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das Gleiche ist doppelt. Das heißt, auch hier geht die Luft da rein, geht durch den Kreis und geht durch dieses fette 50er Rohr. Das ist eigentlich krass, bei Limo ist die Entlüftung genauso groß wie beim Arbeiter, das ist doch Rohr, ne? Ja. Geht hier raus und dann hier raus. Wo wir das Ganze hier hinführen, weiß ich noch nicht. Kommt ein bisschen darauf an, wie viel da am Ende wirklich rauskommt. Also ich freue mich wirklich auf eure Kommentare zu diesem Video. Es ist seit langem mal wieder ein in Anführungsstrichen Klartext-Video. Ich bin jemand, der wirklich relativ wenig meckert. Soll auch wirklich kein Meckern sein, sondern es ist einfach meine Meinung, meine Gedankengänge, mein Hirnschmalz, technisch als auch videotechnisch, als auch plattformtechnisch. Ich kann euch sagen, ich bin wirklich maximal begeistert und maximal zufrieden mit diesem Auto. Das ist ähnlich wie mit dem BMW. Das Ding steht hier auf der Bühne und ich sehe nicht viele Stellen, die mich nerven, dass ich es hätte irgendwie anders bauen sollen. Ich habe zum Beispiel damals, vor einem Jahr, eigentlich wollte ich hier sogenannte Hardlines bauen. Das heißt, ich hätte hier ein Rohr lang gelegt. Jetzt, wo ich sehe, finde ich es geil. Ich finde es übelst cool. Also, finde ich so, brauchen wir gar keine harten Rohre, weil wenn jetzt mal der Tag zum Beispiel kommt, wo ich einen Motorschaden habe, weil hier irgendwelche Späne durchgegangen sind, dann kann ich einfach die Leitung in den Müll schmeißen, nehme eine neue Leitung und fertig. Kostenintensive Sachen, weil PTFE-Leitungen, am Ende spült man sie doch durch, aber es wäre theoretisch möglich. Ne? Nee, aber sonst so, wie sich dieses ganze Puzzle jetzt hier so zusammenfügt mit dem Titanstabi, mit diesen fetten Antriebswellen, wo wir übrigens auch ein Jahr lang aus Amerika drauf gewartet haben, dann zieht euch mal bitte rein, die geilen Radnamen hier, wie cool die aussehen, weil die so freigefräst sind. So, weißt du, das sind halt alles so Kleinigkeiten, die kann man jetzt endlich, also jetzt kann man endlich diese Früchte einfach der jahrelangen Zeit ernten. Okay, so viel dazu. Ach guck, hier seht ihr sogar einen Halter. Da ist noch einer draufgeschraubt. Da hatte ich nämlich dann erst überlegt, mit der Leitung hier durchzugehen, habe dann aber keine Möglichkeit gefunden, hier so irgendwie nach vorne zu kommen. Deswegen sind wir dann ab hier rübergegangen. Das sind so typische Stellen. Ich sage euch, der Kabelbinder tut's. Der wird niemals kaputt gehen. Einer in der Stärke. Aber da kann man sich nochmal überlegen, ob man die Verschraubung da nutzt und hier vielleicht eine Metallschelle, eine Doppelschelle ranschraubt. Hier und dadurch.
fertig. Geil, diese Lader da drin hängen. So, jetzt würde ich sagen, als großes Finale kommen wir kleben noch einmal das Audi-Zeichen an. Ja. So, Nico gerade erstmal gefragt, ob ich einfach rigoros das Ding jetzt freie Hand hier drauf flanken will. Ja, so Pi mal Daumen. Das geht natürlich nicht. Ich sage euch immer, Ringe anzukleben. Im Werk gibt es da so geile Klebeschablonen für. Also wenn im Werk dieses Emblem angeklebt werden würde, hätten die mit einem Griff wahrscheinlich ein Plastik. Damit geht man unten gegen die Leiste und dann gibt es genau ein freies Feld, wie man draufklebt. So, das gleiche habe ich mir jetzt ungefähr selber gebaut. Praktischerweise sind, ich weiß wirklich nicht, ob es dafür ist, aber auf dieser Schablone sind drei Löcher. Wofür könnten diese drei Löcher sein? Es ist einmal die Mitte so und einmal die Mitte so. Mhm. Das heißt, ich habe mir auf der Heckklappe jetzt die Mitte so angeklebt und ich habe mir die Mitte so angeklebt. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt hier drauflege und einmal hier die Mitte treffe und einmal da die Mitte treffe, zack, ne? Als Beispiel, dann würde man jetzt denken, was macht der blaue Streifen? Warum passt der gar nicht? Ist aber mit Absicht, weil, wenn ich jetzt nämlich gleich diesen Klebestreifen hier abziehe, habe ich ja nicht mehr diese Kante zum Anlegen. Das heißt, den Streifen, den ich mir hier hingeklebt habe, ist quasi diese Kante und diese Kante. Ah, ja, okay. So, das heißt, ich kann jetzt diese Klebestreifen entfernen, weil ich weiß jetzt, es ist Mitte hier und Mitte da. Das heißt, ich mache das jetzt hier einfach weg. So. Dann muss ich auf jeden Fall einmal nochmal entfetten, weil selbst das Ding hinterlässt natürlich Kleberückstände. Ja, da wird Mike richtig stolz auf dich sein, ja, wenn er das sieht. Ja, ist eigentlich das falsche Tuch, aber so. Ich bin noch nicht so. Aber ich habe von Mike gelernt, immer in eine Richtung wischen. Und jetzt können wir das Zeichen nehmen, ziehen es ab. Geil, dass es von Audi noch gibt, ne? Mhm. Weil das ist so ein typisches Teil, das kannst du niemals gebraucht abmachen, höher ranmachen. So, und jetzt schieben wir es quasi hier links an die Kante und oben an die Kante. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ich hätte es schwarz gemacht. Nein. Es ist krank, wie feinfühlig man das machen muss. So, wenn du jetzt von hier filmst, siehst du genau, es ist quasi bündig mit den Klebestreifen da, da, da und da. Ja. Geil ist das eigentlich, eine Originalringe an einer Carbon-Heckklappe zu kleben. Aber ist ja ein Straßenauto, ne? Deswegen müssen auch Audi-Ringe drauf. OEM Plus. OEM Plus, genau. Nee, du sagst es. Man hätte die natürlich auch in Carbon machen können, aber es gibt eine Sache. Wir müssen irgendwann mal so ein Quiz machen, wie gut mich die Zuschauer kennen. Die ich wirklich gar nicht mag, ist eigentlich Carbon auf Carbon. Also, ist jetzt ein bisschen hart, ne? Also, bei dem Auto, aber wenn das Ding jetzt auch Carbon wäre, das wäre einfach zu viel. Das wäre definitiv einfach, das würde auch nicht wirken. Wenn man jetzt das ganze Auto ohne Alu gemacht hätte, würden die extrem geil wirken in so einem Schwarz-Matt zum Beispiel. Ne? Mhm. Wenn man die Leisten und die in Schwarz-Matt gemacht hätte, wäre das auch geil. Ach, das ist schon so, ja, aber das so ist am halt, besten. Jeder, der mich kennt, weiß halt, das bin halt ich. Und deswegen haben wir das da so drauf geflankt. So, Marius, Grüße gehen raus. Jetzt gibt es hier nichts mehr, zu lästern. Ja. Fresh. Also, ich würde sagen, wenn du ein bisschen weiter weggehst, wenn das Ding an der Ampel vor euch steht, komplett originale OEM Plus RS Felimo. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr feiert es genauso wie ich. Ihr seht in meinem Gesicht, ich bin wirklich happy, ich bin wirklich glücklich, dass das so vorangeht. Und ich freue mich auf das, was noch kommt. Tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.